Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde. Ich bin's, euer Manu9972 und wir stehen hier vor den großen Toren, direkt vor Hatmandor. Endlich habe ich die Stadt erreicht, beziehungsweise wir haben sie endlich erreicht. Ich bin gespannt, was uns da drin erwarten wird, beziehungsweise ob wir überhaupt durch die Stadttore gelassen werden. Da vorne stehen so zwei Möchtegern-Wachen. Wir schauen mal, ob sie uns durchlassen. Oh, ich liebe ja diese diesen Sound-Einspieler immer hier. Oh, hier neben ist ein Straßenschild, hätte ich mal gesagt, so eine Anschlagetafel. Dann gleich mal gucken, ich glaube, man kann da was lesen. Ne, kann man noch nicht. Ja. Oh doch, da konnte man gerade was lesen. Hä? Ne, das war für die... Oh doch, jetzt. Ah, da kann man Sachen ablegen. Das ergibt aber irgendwie gerade gar keinen Sinn für mich. Wir gucken. Was hast du vor, du Penner? Wir wollen da rein, hier Kollege. Ist kein Durchgang. Lass mich rein, Kollege. Was sagst du da? Nach Hatmandor dürfen keine Fremden rein. Ich bin nicht fremd. Befehl von Kommandant Valerin. Valerin? Und was ist, wenn ich doch in die Stadt muss? Bist ein Klugscheißer, was? Versuch nur dein Glück beim Kommandanten. Wo finde ich ihn? Er sitzt in der Kneipe in Cessna da. Das ist südwestlich von hier. Er untersucht da einen wichtigen Mordfall. Ein Mord, sagst du? Okay. Ja, das interessiert ihn natürlich. Ja, genau, ein Mord. So nennt man das, wenn jemand umgebracht wird. Okay. Gestern war es schon der dritte. Und wenn du dich gleich verschwindest, verhafte ich einfach dich. Na, was hältst du davon? Krass. Finde Kommandant Valerin. Okay, als alter Rollenspielhase kann ich euch jetzt schon sagen, ohne das Spiel jemals durchgespielt zu haben, bestimmt wird es so sein, wenn wir diesen Valerin gefunden haben, dass wir den Mordfall aufklären sollen und dann lässt er uns in die Stadt. Ich denke mal so... In der Art wird das hier ablaufen. Das ist aber sehr negativ. Das wirft mir jetzt meinen ganzen Tagesplan durcheinander. Aber das kann uns nicht schocken. Das regeln wir einfach anders da. Dann müssen wir uns den Auftrag halt zur Brust nehmen. Hatmandor. Bei der Mädelchen. Nein, das doch nicht. Wir müssen, Valerin finden. Bayern. Auf dem Weg zum Turm. Ja, das ist ja schon alle Hase. Hatmandor, da müssten wir eigentlich einen neuen Dings jetzt bekommen haben, einen neuen Eintrag. Aber wir müssen mal gucken, diese Kneipe da von Cessna. Kräutermädelchen. Chelsna da. Okay, aber wir müssen einfach hier zurück. Der Schiss ist jetzt hier unten in dem kleinen Dorf, scheinbar in der Kneipe. Da, wo wir letztens schon drin waren in dem Dorf. Dann gehen wir einfach nochmal zurück. Vorne war das kleine Warnslager. Oh, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach hier durch die Felsklüfte, wenn das funktioniert. Müsste eigentlich schneller gehen. Was haben wir dann hier? Bitte störe unsere Trauer nicht. Machen wir doch nicht, Kollege. Mein Sohn. Hm? Okay. Ist irgendein Begräbnis. Scheinbar hat da jemand seinen Sohn verloren. Wartet! Er lebt noch! Was sagst du da? Sie begraben ihn bei lebendigem Leib. Hä? Bist du ganz sicher? Sind die irre oder was? Überzeug dich doch selbst und schau ihn dir an. Beruhige dich. Ich bin gleich wieder da. Beruhige dich. Ich bin gleich wieder da. Also das... Dich schickt der Himmel. Das ist krass. Ich soll nachschauen, ob der am Boden liegende Mann noch lebt. Der bewegt sich doch noch. Sehen die das dann nicht? Boah. Geh zur Seite. Du halbe Portion. Ey, könnt ihr mal halbe aufhören, Portion. Der Mann lebt noch. Töte Großmutter. Hä? Was sehen meine Augen? Oma hat ja. Was geht denn jetzt ab? Wieso muss ich die denn töten? Boah, guck mal, was für einen Lebensbalken die hat, ey. Boah, geht down. Stirb. Boah, was hatten die für einen Energiebalken? Die stirbt ja gar nicht. Hä? Die kann man gar nicht töten, richtig? Die lädt sich irgendwie wieder auf, ey. Schaut mal. Die hat sich eben wieder ein Stückchen geheilt, ey. Verreckt doch!
fertig. Schon mal ein Heiltränkchen schlürfen. Die hat mich vergiftet. Komm, stirb. Geht auch down. Stirb. Ey, ist es denn wahr? Stirbst du jetzt bitte? Boah. Was hat die dann für einen Energiebeugen? Gott, die ist schon lange tot. Sprich mit der besorgten Schwester. Ich muss mich erstmal Heiltränke brauen, ey. Geht ja gar nicht. Meine Güte. Okay, den kann man nicht plündern. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Haben wir auch eine neue Zauberkarte. Welche hätte ich einen Zauber anwenden sollen, aber jetzt habe ich es so gelöst. Das war nicht meine Großmutter. Nicht? Vielleicht ein Dämon? Ein Dämon aus der alten Zeit. Bitte, meine Mutter. Dämon in die Hölle bannen. Beide. Sie sind alle fort. Alles in Ordnung? Das würde ich nicht gerade sagen. Aber warum noch nicht, Mädchen? Du hast immerhin sein Leben gerettet. Oh ja, das habe ich. Bitte sprich mit ihm. Mach ich doch gerne. Sprich mit dem gerettenden Alcazar. Vielen Dank für dein beherztes Eingreifen. Kein Ding. Wer hätte je gedacht, dass ich mal von meiner eigenen Beerdigung gerettet werden muss? Ja, normalerweise kennt man das nur von Hochzeiten. Oh, der war hart, Digga. Guter Witz. Und vermutlich das letzte Späßchen, das ich so schnell zu hören kriege. Ich bin bei der Bruderschaft. Ich weiß, was du meinst. Schon mal darüber nachgedacht, Mitglied zu werden? Ein paar neue Beziehungen können nie schaden. Ich muss mich jetzt erstmal von dem Schreck erholen. Mach das. Wenn du willst, dann komm später in der Gilde vorbei. Klar, gerne, Kollege. Eingang zur Gilde. Ja, ich schau mal. Ich muss jetzt erstmal hier diesen Wolverine finden. Wolvavivo. Andere Kollege erstmal suchen. Hä? Was ist denn das hier? Ist das das Haus der Gilde? Magier-Gilde oder was? Waffenmeister. Wir importieren und was? Wir amputieren oder importieren? Bin ja fast verhört, ey. 5 und 28 meine machen. 9,9, die kaufe ich mir doch mal. Was kostet die dann? Kann ich mir nicht leisten, war klar. Gib mal das abgefuckte Schild meine. 2. Die kann man auch mal hier geben. So, was haben wir hier noch im Angebot? Ein Köcher. Warte mit. Großen behalten wir. Dann bis zum nächsten Mal. Und empfehle uns gerne weiter. Ja. Keine Ahnung, was das ist, ob das hier ein Haus der Gilde ist. Ich weiß nicht. Wartet in der Nähe des Eingangs der Gilde. Weiß nicht, was das hier für ein Tempel ist, oder? Der weise Mardi. Willkommen hier bei uns. Vielen Dank. Bin ich hier richtig bei der Kriegergilde? So ist es. Kriegergilde. Nichtmitglieder können nur unsere Geschäfte besuchen. Andere Dienste setzen eine Mitgliedschaft aus. Aber schau dich doch einfach mal um. Tatsächlich hätte ich Interesse daran, in der Gilde aufgenommen zu werden. Eine Aufnahme geht nicht so ohne weiteres. Du brauchst schon Empfehlungen. Okay. Ich will aber hier mitmachen, Kollege. Oh, ein Schmied. Wir müssen jetzt erstmal diesen Wolvahin da finden. Oh. Ah, wer bist du? Ah, den kennen wir noch. Übrigens habe ich mit dem Oberhaupt unserer Gilde über dich gesprochen. Er würde dich gern kennenlernen. Was will er von mir? Für Bruderschaftsmitglieder sind wir natürlich da, das versteht sich. Aber bei Fremden sind wir vorsichtig. Du hast einem Wildfremden geholfen. Deshalb ist er neugierig auf dich. Sprich einfach mit ihm, du wirst es nicht bereuen. Was denn der? Welcher ist es? Hast du einen verlangt, meine Kurs mal rausgefunden? Geht es dir besser? Hast du etwas über die seltsame Verwandlung deiner Großmutter herausgefunden? Es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor ein paar Tagen hat sie mich noch hier besucht. Sprich doch mal mit dem weisen Mardi. Geht es dir besser? Pass auf dich auf. Ich werde mit Mardi reden. Pass auf dich auf, Bruder.
das Beste. Ein Ansehen bei der Bruderschaft ist gestiegen. Aber dann gehen wir doch gerade direkt nochmal zurück, würde ich sagen, weil, dann haben wir jetzt schon einen Bonus hier bei der Bruderschaft. Reden wir gerade nochmal mit dem Mahdi. Sei mir gegrüßt. Unser gemeinsamer Freund Azar hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Dankeschön. Von seiner Großmutter kann ich nicht dasselbe behaupten. Die Magiergilde hat ihren Körper beschlagnahmt. Jetzt hoffen wir, dass sie uns ein paar Antworten liefern kann. Aber ich hab dich aus einem ganz anderen Grund kommen lassen. Nämlich, Kollege? Wir sind immer interessiert an guten Kämpfern, zumal wenn sie so selbstlos fremd.